Herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Gestern gab es da keine Folge, weil gestern musste ich einfach nicht, was ich machen soll. Und ich hatte gestern auch nicht wirklich Lust, Animal Crossing zu spielen. Ich habe vorgestern, glaube ich, den Fluss hier noch gemacht. Oh, hallo. Ich muss mal eben die Musik ein bisschen leiser für mich machen. Ja. Ah, Moritz! Welch ein Vergnügen, dir heute zu begegnen, träum. Der Himmel sieht missgelaunt aus. Achso, mies gelaunt aus. Die vorbeiziehende Wolken sorgen da aber für ein stetig wechselndes Bild. Ja, finde ich auch. Ich rede nochmal mit dir. Oh, kann ich etwas für dich tun? Ich will plaudern. Dieser Sam, der gerade vom Winterfeld zu Besuch war. Ihr beide müsst ja wirklich recht gut befreundet sein, wenn er deinetwegen so weit anreist. Es wäre erpriesslich, wenn er unsere Insel weitere Besuche abstatten würde, träumen. Ja. Wir sammeln mal in die Fossilien. Ich überlege gerade, ob ich Rüben kaufen soll. Aber ich weiß es nicht. Also 10 Stück würde ich gerne kaufen, weil dann kann ich nämlich sofort essen und muss keine Äpfel oder sowas essen, falls ich nur mal Bäume raustupfen muss. Ja, ja, ich kaufe welche. Ich kaufe 1 C-Rüben, bitte. Ja, ja, damit. Super. Genau. Sonst, ne, Earthlock kam gestern. Finde ich mega cool, das Spiel. Bis jetzt. Ich hoffe, es wird auch noch was. Gestern kam auch noch der ESC. Einmal der Free-ESC und einmal der normale ESC. Eurovision Song Contest. Ich habe den Free-ESC gesehen, weil ich dachte, komm, gib dem mal eine Chance. Schlimmer kann es ja nicht werden. Und Leute, es wurde schlimmer. Also den Free-ESC, den konnte ich überhaupt nicht ernst nehmen, weil, keine Ahnung, das war so kacke irgendwie. Wirklich, es war richtig kacke. Den schaue ich mir auf jeden Fall nächstes Jahr nicht nochmal an. Da schaue ich mir dann lieber den originalen ESC an. Ja, sorry Stefan Raab, dass du die Show gemacht hast, aber mir hat sie überhaupt nicht gefallen. Leider nicht. Die ganzen Lieder waren richtig kacke und so noch beschissener als beim ESC. Das war schon, wow. Das war schon next level. Ja. wir gehen zum Laden. Beziehungsweise wir gehen noch hier unten her. Ja, das war mein Samstagabend. Das war richtig nervig. Oh, wir müssen mal eben Rüdiger nochmal hauen. Rüdiger. Da. Oh Gott, ich glaube, ich stehe zu nah. Bam. Perfekt. Und nochmal. So, Rüdiger, was sagst du? Aua, wofür war das denn? Habe ich was Falsches gesagt? Ja, hast du. Ach, ich habe auch Star Wars Resistance angefangen, Staffel 2. Ja, das war schon heftig. Die ersten paar Folgen, auf jeden Fall. Gefällt mir auch. Sonst bin ich gerade noch dabei, 101 Love zu schauen auf Netflix. So eine Teenie-Drama-Serie. Ich mag ja Drama-Serien. Ja. Da weiß ich aber gerade nicht mehr die ganzen Protagonisten. Ist schon etwas länger her. Ich glaube, vorgestern habe ich das geschaut, das letzte Mal. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wer da drin spielt oder wer nicht. Sorry. Vielleicht schaue ich da heute nochmal eine Folge von, damit ich überhaupt noch weiß, was da passiert ist. Oh, Fossilientürschild. Cool. Zeig mal her. Oh, cool. Ja, das ist echt cool. So, da oben ist noch ein Fossil, das holen wir uns noch. Ich habe gestern außerdem noch ein Haus hier hin platziert. Habe ich vergessen. Mist. Ich wollte hier ein Haus hin platzieren, aber dann habe ich es, glaube ich, doch nicht gemacht.
weil ich dachte, ich will die nicht auf einer gleichen Linie haben. Vielleicht mache ich das dann lieber hier hin. Ah, muss ich schauen. So, hier war irgendwo noch ein Fossil. Ach, da drüben. Okay, dann gehen wir erstmal zu Schlepp und Lepp. Morgen ist endlich der Museumstag. Dann gibt es hier endlich mal wieder was zu tun. Da freue ich mich ja schon drauf. Und Luxrad mit Bieren, das haben wir auch noch nicht. Wie viel kostest du? Zahlenrad. Nehme ich, will ich. Wie viel kostet dieses Ding hier? Viel, nee, lieber nicht. So viel Geld habe ich nicht mit. Das müsste ich eigentlich alles haben. Und hier ist mal wieder nichts. Naja, was ein Wunder, Leute, was ein Wunder. Und schnell weg hier. Heute gibt es endlich Bolognese, Leute. Endlich. Ich habe zwar noch Schnitzel und so, aber kann ich dann später noch essen. Da freue ich mich sehr drauf, auf meine Bolognese. Oh, da ist direkt noch ein Fossil. Ich habe auch gesehen, ne, viele tun ihre Steine nebeneinander. Ich kann das verstehen, warum, aber man muss man so oft auf Steine hauen, dass man deswegen den Weg sich spart? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal hier auf Steine gehauen habe. Weil Geldprobleme habe ich eigentlich nicht. Materialprobleme habe ich auch nicht. Und irgendwie, ne, weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Oh, er ist nicht da. Schade. Hier vorne war nichts mehr, ne? Nee. Gut. Gut. Dann springen wir mal rüber. Ah, da hinten ist noch was. Wieso habe ich die Leiter eigentlich mit? Ich brauche die eigentlich gar nicht. Oder ist die noch von der Malleninsel-Tour, die uns so gut wie gar nichts gebracht hat? Aber den Weg, den kann ich eigentlich auch mal wegmachen, ey. Der stört mich ja schon. Der stört mich hier. Oh, dich ignoriere ich auch. Ja gut, dann gehen wir eben ins Museum rein. Oh je, ich bitte um Pardon. Guten Morgen, Moritz. Willkommen im Museum von Nimmerland. Wie darf ich Ihnen dienen? Fossilien analysieren. Huh? Was darf ich für Sie prüfen? Juhu, Vorfreude. So, ich habe gestern nur 3 Stück gefunden. Weil, wie gesagt, so viel Bock hatte ich gestern nicht zu spielen. Huh? Nicht nur ein Fund, sondern gleich mehrere. Dann mal rasch ans Werk. Ihre Funde sind von überwältigender Güte. Kein Zweifel, wir haben selbst bereits solche Stücke im Museum. Wenn ich finanziell disponibel wäre, würde ich ihre Funde ja liebend gerne für meine Hobbysammlung kaufen. Doch auch wenn es sich für eine Eule schwerlich ziemt, mir fehlen die Mäuse. Hier, nehmen Sie sie zurück. Okay, dann nehme ich sie wieder zurück. Vielleicht haben wir jetzt einen Schweif dabei. Tschüss. Oh, er winkt mir gar nicht. Schade. Ich glaube, es regnet leid. Perfekt. Da muss ich nicht gießen. Was haben wir hier denn? Wusstet ihr, dass man beim T-Rex... Warte. Jetzt A drücken, passt auf. Oh, das Maul geht zu. Cool, oder? Das wusste ich nicht, dass das geht. Komm, wir machen einen zu und einen auf. So. Und hier kommt jetzt... Sag mir jetzt nicht, hier ist nicht genug Platz, weil die ganzen Blumen hier sind. Ach gut, klappt noch. Gut, Glück gehabt. So, das wollte ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Fand ich nämlich sehr, sehr interessant. Ach, dich gebe ich morgen ab. So, Leute. Wir gehen mal eben wieder nach rechts zu Fairy Bell. Und wir machen den Weg jetzt hier ein bisschen weiter. Denn, aber ich müsste gleich eigentlich mal ganz kurz gucken,
wohin der Fluss kommt. Boah, geh mal weg, Miss Susu. Dann mache ich das hier doch wieder weg, weil ich da nicht das Haus stehen haben will. Oh, ne, weiterspielen, bitte. Da. Immer dieses Herausfinden, wo dieses Ding ist, ey. So, Arbeiten beginnen. Such mal eben hier meine Map. Eine Map. Da ist er. Da ist er, okay. Okay, dann machen wir das Haus echt ein bisschen weiter nach links. Wege, wir wollen dieses Wegetool da. So, das hätte ich dann gern wieder weg. So, ich bin nicht so der Fan von so geraden, linearen Wegen. Das ist mir alles zu symmetrisch und sowas, das brauche ich nicht. Weil vor eine Waldstadt, die kann sich nicht aussuchen, wo sie baut. Ja, also wirklich nicht. Deswegen würde ich liebend gerne dann hier irgendwie nach oben gehen. Mal schräg. Wisst ihr? Schräg. So. So vielleicht. Gucken wir uns das mal an, wie es aussieht. Oh. Da kommt nochmal was hin. Dann da. Und dann da. So finde ich es eigentlich schon besser. Aber ich mache 3, glaube ich, pro Reihe. 3, 3, 2. Ah, dann machen wir ja auch noch eins hin. So. So. Und hier vielleicht auch. Perfekt. Perfekt. So, hätten wir das hier schon mal. Oh, geklärt. Nee. So, jetzt auch weg, bitte. Den machen wir rund, rund und rund. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ja. Okay, das hätten wir. Dann gehen wir hier auf jeden Fall nach oben langsam. Denn da muss ja auch noch ein Haus hier irgendwo jetzt nach links. Wenn es klappt, dann würde ich das dann hier direkt hinstellen. Ja, aber es bekommt nur einen kleinen Weg. Mein größerer passt da nicht hin. Ja, auf jeden Fall brauchen wir ein bisschen. Und jetzt könnten wir doch eigentlich schon ein bisschen nach links gehen, oder? Ah, das ist der Fluss. Wir platzieren mal eben das Haus dahin. Und wir holen mal eben Geld für Schlepp und Nepp. Das machen wir mal eben. Welches. Oh. Hi. Moritz, hast du einen Moment? Ich habe einen super süßen brandneuen Spitznamen für dich. Das wird dir das Trendbarometer so was von ausschlagen lassen. Na, bist du schon neugierig? Und wie süßes F. Nein. So, Encore. Ja, du hast jetzt echt vermasselt. Mann. Oh Gott. Süßes Elb, diese Spitznamen waren noch nie cool hier dann. So, was haben wir hier denn? Pfingst, aha. Düdüdüdüdüd. 50 Bonusmeilen, yeah. Bankautomat. Auszahlung. 200.000. Oh, so viel will ich auch immer gerne. Jeden Tag. Vom Bankkonto nehmen können. So, dann gucken wir mal eben ganz kurz hier auf der Karte. Wie viel da überhaupt haben? Da Miss Susu will dann. Ne, Miss Susu kommt, glaube ich. Die könnte da vielleicht doch hinkommen. Ich überlege gerade. Ne, Miss Susu kommt, glaube ich, über den Fluss neben mir. Ja, ich glaube schon. Was haben wir da unten denn noch so? Wir haben unten noch. Hä? Rüdiger. Rüdiger, dann kommt Rüdiger da so lange hin. Okay. Hallo, Herr Nuck. Ah, Moritz. Hallo. Willkommen bei der Bauberatung. Was liegt auf dem Herzen? Ich möchte gerne ein Wohnhaus verschieben. Position ändern.
Wohnhaus. Gültiger. 50.000, ja, okay. Ja, ja, ich habe eine Stelle für dich, Rüdiger. Okay, okay, alles klar. Aber wieso redest du eigentlich immer nicht mit mir? Mann, du bist so gemein zu mir. Bist so gemein. Also der Plan steht, Moritz. Als nächstes, ne, hier ein Plätzchen für Rüdiger. Hier, bitteschön. Danke, tschüss. Stimmt, wir könnten eigentlich da doch schon die Brücke hin machen, oder? Oder was hindert uns da noch dran? Ich weiß es tatsächlich gerade nicht. Müssen wir mal gucken. Können wir hier schon die Brücke drüber machen? Guck mal eben auf der Karte. Da sind wir... Boah, das sind... Oh, die... ist ja viel zu weit. Ja, da müssen wir schon die Brücke machen. Ja. Okay. Wo habe ich gesagt, Rüdiger kommt hier hin, ne? So, hierher richten bitte. Einmal gucken. Zu einer Platte. Oh, da müssen wir eins nach oben. Dann müssen wir einen weiter nach oben. Ach nee, dann ist es ja auf der gleichen Höhe wie das. Ach man, das wollte ich doch verhindern. Das ist jetzt problematisch. Das finde ich echt nicht gut. Ich will die nicht auf der gleichen Höhe haben. Sorry. Wir können Rüdiger hier hin machen, okay? Achso, ist auch noch. Warte. Wir machen es hier hin. Hierher richten, bitte. Ja, hier ist gut. So, dann muss dahinter direkt schon die Treppe nach unten kommen. Circa hier so. Weil dann kommt der Fluss ja hier runter. Genau. Okay, dann kommt Rüdiger dahin. So, bitteschön, Rüdiger. Hier. Schön. Sehr schön. Ach, Alter, dieses Rundungsdings, ja. Das ist schon ein bisschen anders nervig, Alter. Oh, hier kommt jetzt auch noch was hin. So, der Fluss, der kann dann so. Und fließt dann hier runter. Das ist der Plan. Ich hoffe, das ist auch der Plan. Ah, wir sind etwas zu weit oben. Eigentlich wäre der hier runter geflossen, laut meinem Plan. Aber hier ist ja jetzt Rüdigers Haus. Ja. Seid ihr nah beieinander? Ja, es geht. Ja. Okay, okay, okay. Ja gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir gehen noch eben zu Tina und Sina. Und wir kaufen uns mal eben dieses Arcade-Dingsbums. Den Arcade-Automaten. Hallo, hallo, Schleppi-Neppi. Ich will den kaufen, bitte. Nee, den kaufen. Danke. So, weg hier, raus hier, raus hier, raus hier. Es regnet, die Welt wird nass. Weiter weiß ich gar nicht. Falls das Lied überhaupt zuging. Weiß ich auch nicht. Wir können auch eben mit Mischki reden. Hey Moritz, Bock auf eine Gratis-Lektion in Sachen Mode? Mit stylischen Gummistiefeln wird selbst das Laufen durch strömenden Regeln zu einem Catwalk-Erlebnis. Alles klar. Hast du die Ergebnisse von der... Oh, nee. Okay, nee, nee, ich hab nachgeguckt
Und da steht immer B, aber ich mache ja auch gerade nichts am Haus, weil ich noch nicht die passenden Möbel dafür habe. Ist ja auch traurig hier alles. So. Hallo, hallo. Tina, ich komme. Ich komme, Tina. Hey, grüß dich. Willkommen in unserer Schneiderei. Wir verkaufen maßgeschneiderte Sachen. Mode. Oh, es gibt bestimmt später immer nochmal ein Update zu Kleidung und sowas. Dann gibt es noch so viel mehr. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Korthose, okay. Interessant. Ein Ballonhut. Oh, ich glaube, davon kaufe ich alle. Die finde ich irgendwie cool. Sind schon cool. Katzenmützen sind auch immer cool, aber ich glaube, die habe ich schon. Ich glaube, die habe ich nämlich schon. Ja, komm, tragen wir so. Finde ich irgendwie cool. Ein Ballonhut. Aber vielleicht kaufen wir nicht direkt alle Ballonhüte, sondern noch einen. Und zwar, warte, ich will auch vielleicht sowas hier kaufen, so eine Campusjacke. Finde ich ganz cool. Den bunten. Die bunte finde ich super, den trage ich jetzt auch. So. Tada, passt zwar nicht zusammen, aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung, tschüss. Ja, danke, hoffentlich bis bald. Ja, Leute, das war's dann mit diesem Part Animal Crossing New Horizons. Wir sehen uns morgen wieder zum Museumstag. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, bis dann. Kauft alle schön Rüben. Ich kauf's nicht. Ich habe genug Geld. Tschüss.